Willkommen zu einer weiteren Folge, in der ich euch wieder drei Karten zeige, die ich persönlich in Erwägung ziehe, wieder öfter zu erlauben. Ihr könnt mir wieder in die Kommentare schreiben, welche Karten ihr gerne sehen würdet. Und ihr könnt gerne über die Karten diskutieren, die ich heute zeigen werde. Die heutige verbotene Karte nennt sich Superpolymerisation, eine schnelle Zauberkarte, die wegen Shadol verboten wurde, was ich schon mal gar nicht geil finde. Der Effekt: Wirf eine Karte ab, beschwöre ein Fusionsmonster als Fusionsbeschwörung von deinem Extra-Deck und verwende dabei Monster von einer beliebigen Spielfeldseite als Fusionsmaterial. Karten und Effekte können nicht als Reaktion auf die Aktivierung dieser Karte aktiviert werden. Diese Karte ist eigentlich ziemlich stark, muss man sagen, aber die Karte war vollkommen in Ordnung, bis Shadol rauskam, denn mit Shadol konnte man dann halt so Sachen wie Konstrukt einfach in der gegnerischen Runde mit den gegnerischen Monstern beschwören, was ziemlich lächerlich ist und dumm ist. Und ich finde es einfach scheiße, dass man die E-Helden kastriert hat in dem Moment, nur um Shadol zu schwächen, weil Shadol irgendwie außer Kontrolle geraten ist. Das finde ich mega behindert. Die Karte ist an sich nicht OP, nur Shadol ist OP. Und die Karte zu bannen ist einfach an einer komplett unfairen Stelle genervt. Man kann die Karte, denke ich, trotzdem mittlerweile wieder auf 1 setzen, denn Shadol ist mega broken, ist einfach so. Aber ich glaube nicht, dass Superpolymerisation auf 1 es so viel unfairer machen würde. Deswegen, mein Gott, das Thema ist so stark, dann könnt ihr auch eine Superpoly vertragen. Aber bitte kastriert Helden nicht so sehr. Denn ganz im Ernst, die können nur noch mit Mask Chain spielen und das ist ziemlich behindert. Superpoly war einfach eine recht wichtige Karte und dass man die verboten hat, war einfach mega unfair. Muss man wirklich sagen. Das ist ähnlich wie bei Stratos. Die limitierte Karte für heute nennt sich Artefakt Moral Tech, ein Stufe 5 Lichtmonster vom Typ Fee mit 2100-1400. Es ist das beste Artefakt, das es gibt und es hat den Effekt, du kannst diese Karte als Zauberkarte von deiner Hand in deine Zauber- und Fallenkartenzone setzen. Während des Spielzugs deines Gegners, wenn diese Karte in der Zauber- und Fallenkartenzone zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, beschwöre sie als Spezialbeschwörung. Falls diese Karte während des Spielzugs deines Gegners als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst eine offene Karte zerstören, die der Gegner kontrolliert. Die Karte wurde damals auf 1 limitiert, weil Artefakte zu stark geworden sind. Problem ist nur, dass heutzutage Artefakte schlechter sind als alle möglichen Metathemen und die sind trotzdem erlaubt und Moral Tech nicht. Das ist mega unfair. Ich weiß, das ist Kommerz von Konami, ist einfach so, aber Moral Tech ist einfach eine verdammt wichtige Karte in Artefakten. Ich meine, Artefakt ist einfach mittlerweile fast unspielbar, also nicht richtig unspielbar, aber extrem geschwächt. Denn Moral Tech war extrem wichtig, die hat man dreimal gespielt. Hätte man die nicht einfach auf 2 setzen können? Weil ich meine, selbst heute, wenn man sie auf 2 setzt, das wird niemanden irgendwie beeinflussen, das wäre nicht schlimm. Aber Artefakte brauchen das einfach. Man kann Artefakte eigentlich nur noch irgendwie in Kombi spielen mit irgendeinem anderen Themen und das ist extrem kacke. Weil Artefakte sind nicht OP, es ist ein starkes Deckthema, aber lang nicht so OP wie viele andere Sachen, die einfach erlaubt sind. Und deswegen ist einfach komplett unfair, dass Moral Tech auf 1 ist, meiner Meinung nach. Was haltet ihr davon? Nun zur halblimitierten Karte dieses Parts, nämlich Gesicht des Todes. Ein finsternes Monster Stufe 4 vom Typ Zombie. Mit 1200-1800 und dem Effekt, wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, mische alle verbannten Karten in die Decks ihrer Besitzer. Diese Karte erhält 100 ATK für jede dieser Karten. Wenn diese Karte verbannt wird, beide Spieler verbannen die obersten 5 Karten ihres Decks. Ich finde diese Karte echt nicht OP. Die Karte sollte nicht limitiert sein. Also, man darf sie zweimal spielen, aber warum bitte nicht dreimal? Ich habe die Karte bisher in keinem Deck gespielt. Sie ist dennoch eine gute Karte, die man im Banisher-Deck spielen kann. Auf jeden Fall. Man kann damit auch seine verbannten Karten wieder resetten, wenn einem das hilft, kann ja sein. In manchen Decks auf jeden Fall nicht schlecht, aber gibt es dafür wirklich so heftige Einsatzmöglichkeiten, dass man sie auf 2 setzen muss? Ich finde eine Limitierung bei der Karte echt unnötig, weil stark wird sie ganz sicher nicht und selbst wenn, wäre es keine Begründung, die Karte zu limitieren, weil ATK bis zu einem gewissen Punkt trivial sind und man kann einfach dieses Monster mit Backrow so leicht aushebeln. Dass da eine Limitierung sinnlos wäre, da gibt es deutlich bessere Sachen. Und dass man 5 Karten verbannen kann vom Deck, wenn die Karte hier verbannt wird, ist auch nicht OP. Also ich kann mir nur erklären, dass die Karte auf 2 ist, weil man halt seine ganzen verbannten Karten wieder ins Deck mischen kann, aber
Auch das finde ich nicht sonderlich krass. Gibt es dafür wirklich eine OP-Einsatzmöglichkeit, die eine Limitierung rechtfertigen würde? Ich glaube nämlich nicht. Ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen und das bringt das Format weiter. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Karten ihr hier gerne sehen würdet und diskutiert haben wollt. Und ihr könnt gerne über die Karten diskutieren, die ich heute erwähnt habe. Bis dann. Ciao.